Ja, wurscht. Wahrscheinlichkeit-Thema nicht vergessen. Wahrscheinlichkeit-Thema nicht vergessen. Wahrscheinlichkeitsthema nicht vergessen. Wahrscheinlichkeitsthema. Wahrscheinlichkeit. Was wollte ich da nochmal ganz genau sagen? Ich weiß nicht mehr. Das da. Schauen wir mal. Das wird sich schon ergeben. Wahrscheinlichkeit nicht vergessen. Nein, nicht vergessen, sondern Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich werde ich das vergessen, obwohl ich das jetzt immer wieder sage, aber Wahrscheinlichkeit nicht vergessen. Leute, und damit, Leute, wir sind wieder hier. Haben gesündigt, wie ihr seht. Wir haben nicht mehr die Waschlappen an. Und nachdem wir uns hier die ganzen Sünden uns vorgenommen haben, können wir jetzt mal die Sünde wieder ablegen und natürlich den Waschlappen hier anziehen. Was denkt denn ihr? Und jetzt, meine Lieben, geht's endlich wieder weiter mit der Story. So, jetzt muss ich mich wieder komplett anders... Ah, ihr seht es gar nicht. No! Jetzt muss ich mich wieder auf eine andere Story konzentrieren. So, hier habt ihr die Waschlappen. So. Jetzt. Let's fight. Oder speichern. Nee. Speicher, das ist ja ganz oben. So. Wir haben ja jetzt die Sidequest hier gemacht und von Hughes Vorfahren erfahren. Von der großen Seuche und von Gründers Auge. Oder Auge des Gründer, wie auch immer. Sollte man sich in Acht nehmen, wie es ausschaut. Fürchten sogar. Schauen wir mal, ob das jetzt hier noch in der Story auftauchen wird. Weil wir sind ja noch nicht bereit, hat dieser Dude da unten gesagt. Das ist ziemlich, ziemlich blöd. Naja, hier geht es jetzt weiter. Hier scheint ja Anne auf uns zu warten. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Mal schauen. Partygespräch. Party. Die viel genutzte Straße. Wie oft bin ich schon diese Straße entlang gegangen. Als Kind durfte ich nicht allein hierher kommen. Hier gäbe es Monster, hieß es. Aber wir haben doch da gespielt. Als mein Dorf vom großen Abgrund verschluckt wurde, wurde ich nach Kaldisla ins Wirtshaus gebracht. Eine Woche später wachte ich auf und rannte die Straße entlang, um sie mit eigenen Augen zu sehen. Aber sie war weg, spurlos verschwunden. Ich traf Agnes am Rande des großen Abgrunds. Sie ist in Wirklichkeit die Böse! All along! Sie hat's gemacht! Ja, Yu hat mich schon so angeschaut. Okay, ich halte schon meine Schnauze. Und wir rannten beide zurück, jagten das eternische Luftschiff. Jedes Mal, wenn wir die Grenze zu einer anderen Welt überquerten, rannten wir die Straße entlang, immer und immer wieder. Wir bissen die Zähne zusammen gegen Schmerz und Kummer. Dir kann da auch nichts sagen. Nicht, dass das jetzt ein Mental Breakdown hat. Und als der große Abgrund die dunkle Aura schuf, gingen wir die Straße entlang zum letzten Kampf. Wie oft werden wir diese Straße noch entlang gehen? So oft wie nötig. Bis wir die schlimmen Erinnerungen alle ausradiert haben. Wie dir. Nächstes Mal, wenn wir hier entlang gehen, besuchen wir das neue Dorf Onorende, das du aufgebaut hast. Aber nicht hier in diesem Universum, weil dieser Yellow Sekas, dieser Schlawiner, der hat das in seinem Playful überhaupt nicht gemacht. Ja, jetzt steckt er die ganze Zeit in dem Aufbau vom Mond. Ja, hier in Bravely Second. Aber im ersten Teil. Der hat sich darum einen Scheiß gekümmert. Ja, also werden wir hier kein Dorf Norende finden. Nur wegen diesen Streamer-Let's Player, wie auch immer. Tja, so ist das Level. Sad Level. Ja, das muss ich mir unbedingt ansehen. Ich komme auch, wir gehen alle zusammen. Ja, wir alle zusammen in einer anderen Welt, wo wer was aufgebaut hat. Alter!
Habt ihr gerade das gesehen, wie das outgefadet ist? Faded out, wie auch immer das Wort heißt. Was ist das deutsche Wort für outfade? Fade out, wie auch immer. Das war leicht creepy. Ich glaube, ich habe mal angefangen, das Let's Play von Jesse666 zu sehen, also vom Jan. Das vom ersten Teil. Aber dann, ich weiß jetzt nicht mehr, warum ich dann nicht mehr geguckt habe, so ein, zwei Jahre. Ich habe, glaube ich, das unmittelbar, was ist das für ein Viech? Hoffentlich springt mich das dann während dem Reden nicht an. Das ist vielleicht so ein Meter von mir entfernt auf der Wand. Das schaut mich jetzt so an. Oder das ist so eine Wanze und mich stalkt jemand gerade. Naja, ich habe eigentlich das eh gleich nach meinem Let's Play mir bei Jan angesehen. War auch ziemlich Hype. Nein, er hat sein Let's Play nach meinem irgendwann mal gestartet und dann war ich ziemlich Hype. Aber irgendwann habe ich es dann nicht mehr geguckt. Naja, aber das hole ich jetzt nach. Und dann gebe ich mir sein Bravely Second Playthrough. Hat er jetzt auch die letzte Zeit irgendwann angefangen. Habe ich übrigens auch, falls ihr euch fragt, was ich da alles angeschaut habe an Let's Plays und Videos, während ich hier trainiert habe, habe ich ja eh sehr viel Zeit gebraucht dafür. Ja, das Bravely Default Let's Play von eben Jesse666. Und natürlich andere Videos, aber das war zum Beispiel eins. Bin noch nicht fertig, aber ich habe da schon ordentlich viel geklotzt. 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 So. Wir könnten uns anschauen, welche Monster hier hausen. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Rein theoretisch für die 100%, weil ich bin ja eh ziemlich fleißig, wie ihr seht. Kann ich hier die anderen Mons noch... Jetzt seit wir hier in dieser Welt so gesehen aufgetaucht sind, habe ich mich jetzt nicht wirklich umgesehen mit den Monstern, aber das, ihr seht es eh, ist eh nicht mehr sehr viel und das werde ich offscreen irgendwann mal machen. Sei es hier, während wir das noch streamen oder halt dann nach dem Stream. So, hier gibt es auch noch ordentlich viel zu sammeln. Die Frage ist nur, wo? Ich kann mir vorstellen, mit dieser Dieb-Fähigkeit... von bestimmten Gegnern, weil ihr seht, wir sind eigentlich ziemlich am Ende vom Spiel und das sind 60%. Das ist ziemlich wenig. Das kann gut sein. Das kann ich mir vorstellen. Und was wir noch haben, das mit den Katzenbeschwörungen und so. Aber irgendwie habe ich darauf keinen Bock. Und hier auch. Da habe ich auch nachgesehen. Da... muss man gegen ein Baal kämpfen. Gegen ein Gewissen. Ich glaube, der ist eh da. Moment. So, wenn ich mich nicht irre, dann müsste das dieser komische Baal sein. Der da. Und ich habe ja gesagt, vielleicht habe ich ja heute im Stream dann noch Bock am Ende in dieser Session gegen diesen Teddybär zu kämpfen. Der war ziemlich interessant auf jeden Fall. Auch der Name. Sieht man den Namen? Ja. Firstborn. Also haben die zwei auch irgendwie ein Kind gehabt oder irgendwie so? Und ich erinnere mich jetzt wieder an die Anmerkung von Altair, was jetzt Yoko betrifft. Oder das kleine Mädel. Er kann sich irgendwie daran erinnern. Also schauen wir mal. Vielleicht hängt das wirklich zusammen. Naja, jetzt geht's auf jeden Fall mal weiter. Und wartet die schon auf uns? Oh yes. Gibt es jetzt gleich so einen Final Boss Fight gegen die? Das heißt jetzt wirklich Spannung. Ich habe gedacht, da kommt jetzt doch elastik noch was. Natürlich jetzt nach oder während oder nach dem Kampf sicher auch. Aber ich habe gedacht, bis zu einem Boss Fight, das dauert noch. Naja, schauen wir mal. You. Huh? What are you? How predictable. Come to stop me, have you?
So you were the one behind the balls. Sorry, wrong answer. It's my master who creates them. I'm just in charge of transportation. Your master? But the Kaiser is... Denny is gone. Did you hear that? He actually thought I meant his stupid brother. I speak of my true master, Lord Providence, ruler of the celestial realm. He who would deign to descend upon your lowly rock and usher it into a new age of enlightenment. After he kills you all, of course. That's what the balls were for. But then those stupid moon people had to get in the way, so Master sent me to prepare your world for his grand entrance. By blowing the moon out of the sky. But it looks like I don't need to bother with that anymore. After all, I have a shortcut to the celestial realm right here, don't I? A shortcut to the celestial realm? The Great Chasm is... You're pretty sharp for a blockhead. Yes, now I can send fully primed balls to all corners of the realm with the greatest of ease. It'll only be a matter of time before Lord Providence himself arrives. You have no idea what a pain this assignment has been. First, I had to find a way to deal with my little sister's ridiculous plans. Then, I had to find someone stupid enough to summon the Holy Pillar for me. Hold it right there. That's my brother you're talking about. Who else? He did work hard, I'll give him that. Danced right along to my tune like the good little puppet he was. To deny this miserable world and build a new one in its place. To rewrite the past and forge a new future. This is your duty. No matter what the sacrifice, no matter how terrible the deeds you may do, we must change this world for the better. He ate it all up. It was all I could do not to laugh. Why, he was even ready to kill his own precious little brother for his duty. Never even once realizing he was doing it all for a little old me. What a dupe. That's enough from you. Denny saw through your lies in the end. He chose to save us, to save Luxendark. And he did so of his own free will. Denny died to save this world. I will not let you make a mockery of his sacrifice! Ooh, such admirable resolve. But I'm afraid you really don't have much choice in the matter. When Lord Providence descends, Luxendark as you know it will be completely and utterly destroyed. The precious world your idiot brother died to save will be wiped out in a wink. It's the moment we've been waiting for, Master! In return for your brother's loyal service, allow me to give you a parting gift before your world is destroyed forever. A gift of... me! Like you've never seen me before! Fühlt sich schon ein bisschen toll, oder? Kommt mir das nur so vor. Was ist mit der Musik? Eine abgeänderte Version auf jeden Fall. So, was haben wir gelernt? Die ist ja jetzt genauso erwachsen geworden. Oh mein Gott, das. Wir haben auf jeden Fall gelernt, wir sollten sie angreifen. Das haben wir gelernt. Das mache ich jetzt. Ja, komm. Schauen wir mal. Sie war ja schwach gegen Feuer. Was ich mir jetzt auch frage, wer war jetzt nochmal der Endboss aus dem ersten Teil, dieser Oberababababubus? Genau so heißt er und nicht anders. Das erschließt mir jetzt gerade noch nicht so.
Ja, komm. Regen. Warum nicht? Yes! Wie kannst du mich einfach nur so angreifen? Was soll denn das? Dann setze ich das jetzt nochmal ein. Ich frage mich jetzt nur, weil die Musik ist doch ein bisschen leise. Ich schalte mal ein bisschen hoch. Warum man sich da für diese Wahl entschieden hat. Alter, der Bass. So boom, boom gerade. Hat aber was von Samantha aus Alola, Pokémon, nicht? Ist ja auch so eine leicht abgeänderte Version. Und klingt jetzt auch irgendwie so in die Richtung. Boah. So, was hast du jetzt nochmal? Ja. Ich glaube, ich könnte das ja jetzt nochmal einsetzen. Und ja, ich spiele mich sicher nicht mit der. Wir haben ja gesehen beim ersten Mal, dass du viel herumquasselst und dich für gut hältst. But you humans, you're not born for any real purpose at all. That is why you're always lost, why you struggle. You lack purpose, so you're weak. I live, I exist only to serve my master. My duty gives me strength. Strength I will use to destroy you all. Hat man aber bis jetzt noch nicht wirklich viel gesehen von der. Finde ich aber auch interessant, weil die wird jetzt so heilig dargestellt, so wichtig, wie so eine richtige Wichtigtourin und man hat sie ja gerade rausgehört, dass sie sich jetzt wirklich so wichtig fühlt. Also das ist auf jeden Fall ziemlich passend, das Ganze hier. So, dann würde ich dich wieder so schwächen. Und dich mal einfach so volle Kanne angreifen. No. Dann werden wir eh sehen. Wobei, ich kann mir vorstellen, du hast wieder mehrere Phasen. Naja. Ja, das möchte ich auch mal gern wissen. I was born first, and Aerie after me. Not that I feel any sisterly love, of course. Why, that Ouroboros creature she served would have destroyed the Celestial Realm. That's not something I could easily overlook. But you and your friends were kind enough to stop her for me. Here I thought we were on the same side. Yet here you are, standing in my way. Whatever did I do to ruin such a promising friendship? Oh well, it's nothing that can't be solved. By blasting you into itty-bitty pieces. Dann musst du auch mal was machen, Mädel. Du kriegst gerade sowas auf die Fresse, also mach mal was. Wie unschön. Ach ja, wie unschön. Was kann jetzt noch so passieren? Das gleiche wie im ersten Teil, sie wird jetzt gefressen von ihrem eigenen Meister. Und der Meister schickt jetzt die ganzen Baal-Viecher hierher. Und wir müssen uns um die Baal-Viecher kümmern. Aber die Frage ist halt jetzt auch, wenn der diese Baal erschaffen hat, dieser, wie heißt der, Provinz, irgendwie so. Warum haben die Baal immer irgendwas mit Altair zu tun? Das ist eben die Frage. Hat sie irgendwas mit Vega zu tun? Ist die dort in diesem Himmelsreich? Wird das zu so einer Liebesgeschichte? Der Meister hat sich in Vega verliebt und
Keine Ahnung, deswegen erstellt er diese Baal, die auf der Erinnerung von den beiden, von Vega und Altair basieren. Oder ist Altair der Meister? Wobei das irgendwie keinen Sinn ergibt, weil... Naja, vielleicht schon. Aber dann hätte uns Anne jetzt hier schon irgendwie was erzählt von, hey, der Meister ist eh schon längst hier. Wobei, vielleicht ist das ja der Plot-Twist dann am Ende. Er war sogar, er war die ganze Zeit unter uns. Dam, dam, da. Naja, wir werden es erfahren, wenn wir weiterdrücken. Also, ich sollte weiterdrücken. Aber so viel haben wir da nicht wirklich bekommen. Schaut euch mal die Japan-Punkte an, die Erfahrung, das Geld. Das war nicht wirklich viel. Also wenn die schon so auf toll tut, dann gib uns mal Money. Was sicher eh sehr viel, oder? Ja, das ist jetzt auch hier das Wichtigste. Ich will mein Money! Red nicht so viel! Lord Providence cometh any moment now. All you can do is wait. Wait for the end. Master, aren't you proud of? Nö, nom nom nom. Providence, she said. Altair, you're here. There's something I wanted to ask. And I think I know what it is. Yes, it is surely as you have suspected. This Providence has control of Vega. I must apologize to you, Magnolia. Diamante, the ball who destroyed your home. It too was doubtless birthed from Vega's memories. Don't apologize, Altair. I know it isn't your fault, or Vega's. It's the false god Providence that's behind all this suffering. He's the one we need to punish. Altair, you've been a true friend. You helped us rescue Pope Agnes. If someone you love is being held captive, we're gonna return the favor. It's as simple as that. Yeah, we're gonna crush a god! I mean, save Vega from Providence. My children, there is so much good in you. I am proud to have shared this journey together. This journey ain't over yet, so let's get moving! Indeed. What is it you always say at times like this? Come, you. Let us deliver our pièce de rediccio. Right. Let's give it our all, everyone! Yes. But how? Do we just wait here for this Providence to appear? No. We will invade the celestial realm ourselves. During my lifetime, I poured my heart and soul into finding a way to the celestial realm. But my research bore no fruit. Imagine my surprise when I came here. To find a closer connection to the celestial realm than anywhere else in this world. But see for yourselves. The Great Chasm. Stay strong, Idia. It's covered in some strange black mist. That mist is a sign of a dimensional fluctuation. A holy battleground and an angel's descent. A chasm of darkness and a glimmering ship. All the bonds of fate tied to this place have gathered here, creating tremors in space and time. So what do we do? We must clear the mists, for beyond them, if my theory is correct, lies the path we seek. You, the pendant you carry. It has the power to connect the hearts of individuals, even beyond worlds. If we channel its powers and take advantage of these fluctuations, we may be able to lift the mists. Everyone must come together in prayer.
All right, everyone. Let's give it our all. Nothing yet? Keep trying. Focus and pray. I don't know how I can pray any harder! We need more! Allow me. Your Holiness, your help is most appreciated. The mists will not part. Do our prayers still lack in strength? Please, someone, help us! Give us the strength we need! Es wird spannend. Ach so, das Beten, ne, aus dem ersten Teil. Ist auch interessant, dass wir jetzt diejenigen sind, die den Unterschied machen. Was ich mich jetzt aber auch gefragt habe, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt auslasse und jetzt nichts mache? Das war ja im ersten Teil, dass man da eine Möglichkeit gehabt hat. Ist das jetzt so ein Timer und dann Game Over, wenn wir zu lange brauchen, oder was ist denn los? Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's wieder vergessen. Irgendwas wollte ich jetzt sagen, wegen Tiss oder Olta. Ach ja, im ersten Teil hat ja einer dieser Himmels-Dudes hat die ja von Tiss in der... Ich kann nicht reden. Finally, I've done it. No, we've done it. I'm coming for you, Vega. So. Moment. Hat er von Tiss Besitz ergriffen, nicht? Es war ja die Aufmachung so, dass das wir waren. Wir, die Spieler. Und auch das Himmelsreich, das wurde ja so angesprochen, dass das unsere Welt war. Oder? Irgendwas in die Richtung war es ja. Aber dann würde es irgendwie keinen Sinn ergeben. Weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht war das ja Altair. All along, der Tiss da gesteuert hat und wir waren es gar nicht, sondern Altair, und der war wirklich da von dieser Himmelswelt-Dings. Deswegen, ne, ergibt's hier Sinn. Oder? Naja, da müsste aber das heißen, dass Altair doch von dieser Himmelswelt kommt. Und er lügt uns an. Also schauen wir mal, ob da mehr dahinter steckt. Mich würde es nicht wundern. Come on, everyone. The Celestial Realm awaits. It's time to save Vega and our world from the clutches of the false god Providence. Ist gar nicht so einfach, die richtigen Knöpfe hier zu finden. Update. Warum gibt's jetzt ein Mond-Update? Moment, so. Mal schauen, welche Richtung das Ganze hier noch annehmen wird. Ja, Stoppuhr. Ja. Danke, ihr Mondmenschen. Und da Update, warum da? Achso, wegen... Ach, ne Ultima. Letzte Gestalt. Wir erfuhren, dass Anne Erwis große Schwester ist. Auch sie wurde geboren, um treu dem Willen der Götter zu dienen. Wie viele Götter gibt es da eigentlich? Und das mit dem Beten ist auch irgendwie komisch, warum das jetzt auf einmal hilft. Ja, das hilft schon die ganze Zeit. Hat sich irgendwas damit zu tun. Nur wirkt es jetzt irgendwie so. How convenient. Erwin diente einem Gott der Zerstörung, der das himmlische Reich im Visier hatte. Nicht leicht für Anne. Deshalb sagte sie, wir wären so freundlich, sie zu stoppen. Oh. Als Oberbebebebe besiegt war, zog Anne aus, um eine mächtige Figur für ihre eigenen Pläne zu finden.
jemanden, der voller Idealismus war und die Welt, wie sie war, verändern wollte. Anne sagte uns in der Schlucht alles, bevor sie ihr letzte Gestalt annahm und mit uns kämpfte, so wie jeder Boss irgendwie in so einer Serie. Die plappern alles raus. Mit Bla konnte sie alle Verstärkungen bei uns aufheben und uns sogar gegen Elemente schwächen. Das ist doch die eine Fähigkeit, die wir haben. Warum hat die das? Das darf nur. Dunkle Fackel fügt der ganzen Gruppe Dunkelmagie und Strudelteil der achtwillkürliche Bla. Ihre Angriffe waren in einer ganz anderen Liga, hat man ja gesehen. Vielleicht sollte ich mal auf schwer stellen. Jetzt habe ich auf normal, ne? Das ist jetzt nicht leicht gewesen, also die Schwierigkeit leicht. Es war leicht, aber das war halt normal, die Schwierigkeit. Und diese Normalschwierigkeit war sehr, sehr einfach. Und die hat überhaupt nichts gemacht. Unterminimieren, genau. Es reduziert die maximalen TP auf einen und ist noch nicht einmal ein Status weg, den man heilen kann. Oder der nach ein paar Runden endet. Er bleibt so für den ganzen Rest des Kampfes. Das wäre auf jeden Fall ekelhaft. Warum sie das nicht eingesetzt hat? Vielleicht wollte sie uns wirklich helfen irgendwie. Die Fähigkeit war kaum zu überwinden, aber es ging. Wir siegten und zogen ins himmlische Reich weiter. Das ist noch nicht passiert. Keine Spoiler hier, please. Damit wir das als nächstes den falschen Gott Providence besiegen. Die reden immer so von einem falschen Gott, bla bla bla. Was hat's mit den Göttern auf sich? Jetzt haben wir schon zwei Götter gesehen. Wo sind die guten Götter? Geht denen alles am Arsch vorbei oder was? Mit denen muss ich mal ein Wörtchen reden, weil so geht das sicher nicht. War das denn der Damage, den wir bekommen haben? Na gut, dann gehen wir weiter. Perfect sense. Vega's memories must be influencing the very landscape around us. Like this memory. Of our first meeting. Ooh, let's hear it. Details, out with them. You truly wish to know. I typically keep the details of my private affairs private. But we are all friends now, so lend me your ears. You got him! Spill! We met at a ski resort. I boarded a chairlift only to find a charming young lady in the next seat. As we were climbing up the mountain, a great blizzard came sweeping through, and the lift stopped. The girl beside me looked afraid, so I reached out to pluck a winter bloom from a nearby tree. Well, look who's Mr. Smooth. Though some might say giving a flower to a girl you've just met might be a bit forward. Forward or no, it was for naught. She went off that day without so much as telling me her name. And now this false god has stolen and twisted that memory! We have to free her! We'll release Vega from these evil bonds! You bet we will. Ich traue dem noch nicht so ganz. Übrigens die Musik so, ah, richtig geil. Und auch der ganze Ort. Ah, besonders der Teil. Kriegt man leicht Gänsehaut. Und auch der Ort mit dem Hintergrund. Das finde ich eben extrem genial gestaltet. Was aber die ganze Story wirklich auf sich hat, das ist eben jetzt noch die Frage. Das werden wir dann noch sehen. Können wir da nicht drauf? Achso, das kommt von unten. Okay. Naja, wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen, ob da mehr dahinter steckt.
als es jetzt wirkt. Weil ich frage mich, warum hat Vega diese ganze Macht, dass sie sowas erschaffen kann? Das ergibt irgendwie noch nicht so viel Sinn. Wir haben aber schon diesen Baal gesehen, der mit dem Labor und was da alles noch existiert. Vielleicht waren sie ja wirklich so Forscher, beide. Und deswegen haben sie jetzt irgendwie so was geschaffen, was sie nicht hätten erschaffen sollen. Und dann ist irgendwie alles außer Kontrolle geraten und so. Wie komme ich da jetzt nochmal hin? Da komme ich wieder raus, oder? Weil da unten war ja noch so ein blauer Ding. Okay, dann kommen wir da raus, okay. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Indeed. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde hier jetzt, das ist unter Fähigkeiten. Was habe ich denn noch nicht? Grenzenbrecher. Hoffentlich vergesse ich das dann nicht wieder. Vernichten. Ihr seht, was ich jetzt vorhabe. Ich möchte hier ein paar Monster antreffen. Mal schauen, welche Monster das dann sind. Haben die auch eine tiefere Bedeutung? Der hat die beiden dann vom Lift gestoßen und hat sie so gerettet, weil sonst wäre alles runtergebrochen und dann waren sie alle happy. Weil das war eigentlich voll der coole Dude und hat denen sogar was zum Essen gegeben. Das war die Story wahrscheinlich mit dem Monster. Und die, ja, die waren die Bösen. Ne, wir haben ja vorher von den Forschungen geredet. Und das war halt so. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die haben geforscht und etwas Wahnsinniges herausgefunden. Und dann kamen natürlich die Bösen und wollten diese Forschungsergebnisse. Aber der Ork, wie auch immer man den nennen kann, der war so nett, hat die da bei diesem Schneesturm geholfen und hat sie sogar von den Feinden beschützt. Der ist dann am Ende natürlich draufgegangen. Voll traurig, die ganze Geschichte. Man kennt's. Fürsten irgendwas. Und, wer ist da noch? Wer ist denn da noch? Und da, die Hexe, die hat gesehen, hey, dieser Altair, der hat sich jetzt in ein Mädel verguckt. Einfach so, das Schicksal wollte es so, dass die beiden nebeneinander sitzen und war extrem, wie soll man sagen, neidisch. Mir fallen wirklich die einfachsten Worte nicht ein. Naja, sie war halt extrem neidisch, diese Hexe. Wisst ihr, was die gemacht hat? Die wollte dann Altair mit dieser Schildkröte verkuppeln. Hat alles versucht, irgendwie in irgendwie so Drogen und Magie unterzujubeln, ne, in sein Getränk. Man kennt's ja, wenn man so an einer Bar ist, dass man da einfach mal sowas reingeschmuggelt hat. Das hat die Hexe alles versucht, da auf so einer Berghütte, um halt die beiden so zu verkuppeln, weil der Neid war groß. Aber die Schildkröte wollte das nicht und hat deswegen der Hexe diese Drohung und diese Magie untergejubelt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Hexe hat sich in die Schildkröte verliebt und deswegen sind die zwei jetzt immer so Seite an Seite und sind jetzt ein ziemlich hübsches Paar. Das ist hier die Story. So, kriegen wir noch mehr zu erfahren. Ich kann nicht reden. Good question. I'll probably go back and help Father Anonymous with the peace agreement. I guess we'll still be working together. I certainly do hope so. What about you, sir? I'll probably just head back to Narende and, you know, live the soul life there. I sure hope so. Last time you said that, you went and collapsed. Scared us after death. Sorry about that. And, Magnolia? Are you still planning to go? Back to the moon, that is. Yes, it is my home after all. I have to help my people get their lives back together. Yes.
course. What about you? Well, first I've got to work on reforming the Crystal Guard. And, well, the rest is, private. All right, back to business, everyone. There's no time for chit-chat. Interesting. Hat jetzt auf jeden Fall nichts mit der Story so an sich zu tun gehabt, aber sowas finde ich immer nice, dass man sowas einbaut. Ich hatte jetzt schon leicht die Befürchtung, vielleicht greift jetzt der Baal von diesem Ort an, nicht? Kann ja immer gut sein, wenn schon der Hintergrund so ist, vielleicht taucht ja dann so ein Baal auf. Und da haben wir gedacht, ich habe jetzt die ganze Zeit gekämpft. Jetzt bin ich sicher schon ziemlich angeschlagen mit den Magic Points und was da alles ist. Aber durch das Vernichten, ihr seht, wie hilfreich das sein kann. Und ich muss überhaupt nichts machen. Finale-Elixier. Oh my goodness gracious. So. Da sind wieder die zwei Turteltäubchen. Aber das ist doch ein Baal und das war nicht der Baal. Was redest du? Ja, lass mich halt. Ich habe übrigens, die Special Edition, ich weiß nicht, wie die heißt, aber die Special Edition von dem Spiel gekauft. Als ich mir das Spiel gekauft habe, da war eine Agnes-Figur drinnen. Ich hätte so abgefeiert, wenn es Hugh gewesen wäre. Agnes ergibt schon irgendwie Sinn. War und ist immer noch ein ziemlich wichtiger Charakter, aber Hugh... Das wäre richtig episch, ne? Besonders auch die Erkenntnis dann, ne? Am Anfang, hat mir der Junge nichts zugesagt und dann nach dem Spiel, yes! Aber leider nicht. Eine kleine Auswahl von Soundtrack. Schön und gut, aber ich habe ja hier jetzt, den Soundtrack schon im Spiel drinnen. Was extrem genial ist, dass ich liebe das ja, wenn Spiele das einem anbieten. So, können wir hier wieder zurücklatschen? Frage ich mich jetzt auch. Ich hoffe mal auch, die ich verpasst habe, kann ich dann nachholen. Hoffentlich. Naja. Was war da noch drin? Das Spiel natürlich. Und das Artbook. So geil, da habe ich schon mal kurz reingeschaut. So nice. So nice, so nice indeed, kann ich sagen. Ich habe ja auch mir extra das aus dem den Default Bravely Default das Bravely Default Artbook mir auch schon mal gekauft separat. Das war auch schon ziemlich geil und jetzt von Bravely Second. Das ist auch so richtig fett. Ich liebe solche Artbooks. Oh yes. So. Das kennen wir ja. Should we ask? I feel kind of bad poking around in his private affairs. My. You are insatiable, my young friends. So tell me, do you believe in fate? Vega and I were reunited the following spring. I had achieved some success as a researcher. Well, at the risk of sounding boastful, considerable success. My superiors, feeling threatened, had me transferred. It was envy, plain and simple. Not yet having the wisdom of years, I sulked and despaired my fate. In a desperate attempt to get back at those I felt had wronged me, I dashed out into the rain with no cover whatsoever. I risked more than simply catching cold. In those times, severe pollution had made the rain acidic. As I trudged along in sodden despair, a woman came dashing after me, umbrella in hand. That was Vega! Yes. She was a colleague at the remote research facility to which I had been transferred. Alas! How could one not believe in fate? What a remarkable coincidence, I thought. In the small space we shared beneath that umbrella, we finally introduced ourselves. But wait,
How curious. If the memory of that ski lift became a ball, that means... Vega, my dearest, you remembered as well. I guess it really was fate, huh? Naja, wir hatten ja kein Baal. War das jetzt ein Spoiler vom Spiel? Ja, vielleicht kommt da ja noch was. Aber wir haben ja in dem anderen Bereich ja gegen niemanden gekämpft. Also was redet der von einem Baal? Vielleicht weiß der mehr. Natürlich weiß er mehr, weil es so gesehen seine Story ist. So. Irgendwas wollte ich wieder sagen. Das ist wirklich unglaublich. Ich will was sagen. Aber ich kann ja jetzt schwer da reinreden, weil die reden ja im Spiel jetzt gerade. Und dann vergesse ich es wieder. Irgendwas. Nein, nix mit dem Artbook. Das habe ich jetzt schon angesprochen. Das ist ein geiles Artbook. Kann ich nur empfehlen. Auch von Bravely Default. Aber besonders das von Bravely Second. Natürlich wegen you. Natürlich auch wegen den anderen. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie das ausgesehen hat. Mit... Nein, er hat mich zuerst angegriffen. Das bedeutet, ich muss jetzt so angreifen. Ja, komm. So geht's schnell. Irgendwie. Ja, schau dich den Damage an. So. War es irgendwas wegen den Baal? Diese eine Äußerung? Vielleicht. Wir haben nicht gegen den Baal gekämpft, aber man hat den Ort gesehen. Vielleicht hat er das ja gemeint. Habt ihr gesehen, wie die Füße zensiert wurden? Wahrscheinlich hatten es wieder Socken und Sandalen an. Diese Schlawiner hier. So komme ich da auf jeden Fall nicht hin. Und der nächste. Die Gegner besiegen. Das ist nichts mehr für uns. Wobei, langsam kommen sie auf ein gewisses Level. Da hilft mir das nichts mehr. Ne, sie müssten eigentlich auf Level 80 sein. Dann geht dieses Vernichten nicht mehr. Leider, leider. Hey, die Hexe hat sich wie einen anderen geangelt. Die will da wirklich nicht loslassen, wie es ausschaut. Immer diese Hexen, was soll denn das? Da können wir aber auch rauf, wie es ausschaut. Da geht's weiter. Und hier kommen wir wo? Ja. War da links ein Item? Das werden wir ja sehen. Hihi. Was war das gerade? Fraget mich nicht, meine Kinder. Ah, und die Musik wieder so schön. Eine Drohe, die nicht angezeigt wird? Kaiserfäuste! Jetzt wollte ich wieder irgendwas sagen. Ist unglaublich. Ach, egal. Dann reden wir über was anderes. Die Wahrscheinlichkeit! Ha! Ich hab's nicht vergessen. Ich glaube, das habe ich ja am Anfang mir auch so eingeredet, ne? Mit der Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit. Und vergesst trotzdem. Aber ja, ich weiß. Ich kann mich noch erinnern. Der Part kann noch ein bisschen gehen, also werde ich jetzt das Thema Wahrscheinlichkeit ansprechen. Heute nämlich habe ich was Interessantes beobachten können, weil was ist überhaupt Wahrscheinlichkeit? Kann man das irgendwie definieren? Natürlich kann man sagen, ja, was halt wahrscheinlich ist. Aber was bedeutet das eigentlich? Und da kam ich eigentlich zum Schluss, eigentlich gibt es zwei Wahrscheinlichkeiten. Eine objektive, sagen wir jetzt mal, und eine subjektive Wahrscheinlichkeit. Oder sagen wir Interpretation einer Wahrscheinlichkeit. Das ist besser. Ne, objektiv ist einfach wirklich die Zahl. Welche Möglichkeiten gibt es? Eigentlich immer oft unendlich viele. Und wie schaut dann da die Wahrscheinlichkeit aus, dass irgendwas passiert und zutrifft? Das ist eigentlich das Objektive, dass man hier schaut, wie viele Möglichkeiten gibt's. Und dann, wie schaut die Wahrscheinlichkeit aus,
dass irgendwas passiert. Das ist eigentlich gleich aufgeteilt, ne? Sagen wir, du hast in der Box 3 Kugeln, rot, blau, gelb, und misch das ordentlich durch und greifst rein und holst dir was raus. Da ist einfach objektiv ein Drittel, 33, irgendwas Prozent, dass du die Farbe X hast. Das ist ja logisch, ne? Das würde ich so gesehen als objektive Wahrscheinlichkeit sehen. Und da habe ich heute eher ein Beispiel gehabt, was auch interessant ist. Nämlich habe ich mit meiner Mutter ausgemacht, dass sie mich heute von der Hochschule abholt. Das ist eigentlich recht easy, ne? Abholen. Da kann man eh wieder von Wahrscheinlichkeit reden. Ja, von der objektiven Wahrscheinlichkeit bleibt ja eigentlich nur abholen. Also ich werde abgeholt. Übrig. Da gibt es nicht irgendwie eine Entscheidung, ich werde abgeholt oder nicht. Da würde ich schon wieder sagen, da geht schon ein bisschen in die subjektive Richtung. Weil bei subjektive Richtung würde ich da auch spontan sagen, okay, du interpretierst da jetzt Sachen hinein, greifst auf Erfahrungen zurück und versuchst dann eine Entscheidung zu treffen, was jetzt so eine Wahrscheinlichkeit betrifft. Und das ist auch mein heutiger Fall. Objektiv, bleiben wir bei objektiv. Da hatten, ihr müsst nämlich wissen, was heißt ein Abholen. Natürlich, sie fährt zu meiner Hochschule und holt mich ab. Aber wir haben auch oft immer den Fall, weil ich ja auch immer wieder mit dem Bus hinfahre an gewissen Tagen, besonders wenn es immer regnet. Das war heute zum Beispiel so ein Fall. Da fahre ich mit dem Bus. Und wir haben auch oft schon den Fall gehabt, dass wir dann einfach es so ausgemacht haben, dass ich mit dem Bus wieder zurückfahre und sie mich an der Haltestelle abholt, weil das liegt ein bisschen weiter weg. Und also mein Zuhause von dieser Haltestelle. Deswegen fährt mich meine Mutter auch immer wieder zu dieser Haltestelle hin. Ist ja logisch. Das ist, keine Ahnung, sagen wir 5 Minuten dauert das mit dem Auto. Was ist mit Tiss passiert? Was ist denn da los? Naja. Und wir hatten eben auch oft den Fall, dass sie mich auch bei dieser Haltestelle dann beim Zurückfahren abholt, nicht? Also war ich mir da noch unschlüssig, was meinte sie jetzt mit abholen. Ich habe eine SMS geschrieben und sie hat nicht geantwortet. Dann, als mein Tag zu Ende war, habe ich sie zweimal angerufen innerhalb von 5 Minuten und so, weil ich eine Antwort gebraucht habe, weil ich möchte nicht dumm herumstehen und warten, obwohl sie eigentlich woanders ist, nicht? Ist ja logisch. Aber da kam keine Antwort. Also wie würde man dann sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass du oder dass ich jetzt hier an meiner Hochschule abgeholt werde? Weil sie hat nicht klar gesagt, wo. Da kann man jetzt wieder auf Erfahrungen zurückgreifen oder jetzt versuchen, was hinein zu interpretieren und eine Entscheidung zu treffen. Weil sie hat mir auch gesagt, wir holen ihren Onkel ab und fahren mit ihnen ins Krankenhaus. Das werde ich jetzt nicht näher erläutern, warum und so. Das ist ja auch völlig irrelevant, nicht? Und dieser Onkel, der ist halt auch, sagen wir jetzt grob, in diesem Bereich, wohnt in diesem Bereich, wo halt meine Haltestelle ist, wo ich halt immer einsteige und zur Hochschule fahre, nicht? Wo meine Mutter mich immer hinfährt und wo ich so gesehen auch immer wieder abgeholt werde, da irgendwo in der Nähe ist ja mein Onkel. Und wir haben so ausgemacht, okay, sie holt mich und den Onkel ab, dann fahren wir gemeinsam ins Krankenhaus, ich warte halt, bis das alles erledigt ist und dann fahren wir halt wieder gemeinsam zurück. Da kann man wieder versuchen, hinein zu interpretieren, nicht? Was heißt denn das jetzt? Was heißt das jetzt für die Entscheidung, die man trifft? Weil du weißt nicht, ob du jetzt an der Hochschule oder bei der Haltestelle abgeholt wirst. Fährst du jetzt mit dem Bus zur Haltestelle oder was machst du? Und ich gehe jetzt hier mal weiter. Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen Zeit nachzudenken.
Und dann gehen wir den nächsten Schritt, was die Wahrscheinlichkeiten betrifft, weil aus dieser Wahrscheinlichkeit Haltestelle oder meine Hochschule kann man eigentlich noch mehrere Möglichkeiten ziehen, wenn man es genau in Betracht zieht. Und mit dem Wissen, den wir das wir haben, wäre es eher dann wahrscheinlich subjektiv, ne, die Entscheidung, dass sie mich bei der Haltestelle abholt. Weil warum diesen krassen Umweg zu meiner Hochschule fahren? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Das wäre ein Umweg von 40 Minuten oder mehr. Und sonst wäre es ein Umweg für sie, ne, dann zum Onkel von... Das liegt ja auch auf dem Weg irgendwie mit ein bisschen Umweg. Das sind vielleicht 5 bis 10 Minuten Umweg. Das würde man subjektiv sagen, es ist am wahrscheinlichsten, dass sie mich bei der Haltestelle dann abholt, oder? Aber das spreche ich jetzt gleich weiter an. So, was ist hier jetzt noch? Was passiert denn hier noch? Bin ich auf jeden Fall auch gespannt auf die Story. Ach ja, ein Sommerfest. Ah! Moment! Halt auf! Halt auf! Halt die Klappe, wollte ich sagen. Jetzt erinnere ich mich, wo ich die Silhouette sehe. Oldtire, kann es sein, dass du mit Yu verwandt bist? Oder warum ist das wirklich Yus Silhouette, Figur, die dargestellt wird? Waren die Spieleentwickler einfach nur faul und wollten nichts anderes erstellen und haben einfach Yu und Magnolia hergenommen? Magnolia haben es aber einen anderen Haarschnitt verpasst. Wobei, ich glaube, genau den gleichen Haarschnitt hat sie, wenn sie den Waschlappmann hat, nicht? Kann eben auch sein. Waren sie dann nur faul oder hat das eine tiefere Bedeutung? Oder bist du Yu? Jetzt wird's crazy, sage ich euch. Perhaps the heat had just gotten to my head. In either event, that summer I took 2 great risks I'd never before dared to. The first was to ask her to accompany me to a festival. Quel courage! That's the spirit! The second was when I confessed my feelings to her. Wow, way to go. But how did you work up the courage? Sometimes a man must do what he must. Not that I wasn't nervous the entire time, mind you. Every moment of that night, from the fireworks to our hapless attempts to scoop goldfish, have been indelibly etched into my memory. That this memory has become a ball must mean it was of deep meaning to Vega as well. Goldfish scooping? That sounds strangely familiar. Yeah, didn't someone we know do that? Die Parallelen! Und was reden die dauernd von der Baal, der da geschaffen wurde? Hätten wir da auf Baal stoßen sollen? Oder was auch interessant ist, vielleicht könnte man hier immer auf andere Baal stoßen während der Story. Das ist dann irgendwie Zufall. So, hier hinten geht's dann weiter. Okay. So, dann gehe ich hier mal weiter. Oder, nee. Vielleicht gibt's ja hier interessante Gegner. So, wieder zurück zu den Wahrscheinlichkeiten. Also, ich habe ja gesagt, eigentlich rein theoretisch könnte sich dann noch mehrere Optionen auftun. Also entweder Haltestelle oder an meiner Hochschule werde ich abgeholt. Aber weil sie nicht geantwortet hat, ich habe sie auch angerufen, aber da war das Handy so gesehen aus, weil gleich der Anrufsbeantworter kam. Und ihr müsst wissen, wir sind jetzt auch hier gerade in so einer, ja, jetzt schon seit 1-2 Monaten in so einer Notsituationslage. Und da hatten wir eh letzten Monat so einen Vorfall in dem Sinn. Und da haben wir halt dann ausgemacht, unsere Familie, dass wir halt immer das Handy bereit haben, falls irgendwas passiert und so. Und gleich mal melden, falls irgendwas ist, ne? Das war ja auch hier der Fall. Ich wusste nicht, wo sie mich abholt. Ich habe sie 2-mal angerufen, aber nichts kam. Also
würde es sich jetzt hier rein theoretisch noch eine Option auftun, nämlich sie kann mich gar nicht abholen, weil irgendwas vorgefallen ist. Was? Keine Ahnung, aber kann ja sein, ne? Das ist ungewöhnlich, dass die, die mir das so nahe gebracht hat, ne? Mit immer erreichbar sein und blabliblub, dass die auf einmal das Handy aus hat. Das war ziemlich merkwürdig. Also kommt jetzt die Option, du wirst abgeholt oder du wirst überhaupt nicht abgeholt. Und da war es so gesehen, deine Entscheidung, die du treffen kannst, objektiv, ein Drittel. Wieder 33%. Also hat sich das jetzt so entwickelt, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit sich geändert hat. Und ich sage euch, letzten Endes kann man sagen, so eine Wahrscheinlichkeit von 50%, die so angefangen hat, die hat sich eigentlich in so eine Interpretation gewandelt, die eigentlich 100% sind. Ne, wenn man so nachdenkt. Ich hatte jetzt drei Entscheidungen. Was soll ich tun? Eine vierte Option hatte ich mir jetzt auch zurecht gedacht. Was war das nochmal? Die vierte Option. Was war das jetzt nochmal? Entweder Hochschule, Haltestelle, ich werde nicht abgeholt. Also müsste ich mit dem Bus zur Haltestelle fahren und halt zu Fuß hingehen. Was ich jetzt schon öfters gemacht habe, das ist dann halt irgendwie so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Je nachdem, wo der Bus dann... Wobei, ja, je nachdem, wo der Bus dann stehen bleibt, weil das ist auch irgendwie so kompliziert und blöd gemacht bei uns. Aber das ist jetzt auch wurscht. Da wäre ich halt zu Fuß gegangen. Also wäre es eigentlich jetzt mit diesen drei Optionen, wenn man es jetzt mal interpretiert und versucht da logisch zu denken, das Beste, du fährst mit dem Bus. Warum bist du jetzt tot, Tiss? Was soll das? Ne, du fährst mit dem Bus. Weil dann hast du 66%. Könntest du da richtig liegen, objektiv. Ist ja logisch. Warum? Weil entweder du wirst an der Bushaltestelle abgeholt oder du fährst halt heim und gehst dann heim. Dann kommst du halt nach Hause. Na, es geht eher ums nach Hause gehen, nicht? Da ist es eigentlich am logischsten, dass du dann einfach den Bus wählst. Was ich auch gemacht habe, weil ich hatte nicht wirklich viel Zeit, irgendwie lang zu überlegen, weil ich hatte... Habe ich jetzt die ganze Zeit den Rahmen nicht gehabt? Egal. Was wollte ich jetzt gerade sagen? ich hatte die Option... Nein. Ich weiß jetzt nicht mehr. Was wollte ich gerade sagen? ich war bei der Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise was wäre dann am logischsten? Ne? Wenn ich heim will, ist es eigentlich am logischsten, dass du dann eigentlich die Option Bus fahren willst. Achso, da. Als ich aus hatte, hatte ich ein Zeitfenster von vielleicht 3 Minuten und ich brauche so 1-2 Minuten zur Haltestelle von meiner Hochschule, um den Bus zu erreichen. Deswegen hatte ich auch nicht wirklich eine Zeit, um jetzt hier lang vor meiner Hochschule zu warten. Weil ich muss auch sagen, mir ist das einfach viel zu dumm, dass ich jetzt bei der falschen Haltestelle warte. Und deswegen habe ich mich dann auch einfach entschieden, ich fahre mit dem Bus. Und dann während dem Busfahren hat meine Mutter mich angerufen, wo ich bin. Sie hat mich dann wo abgeholt? Natürlich, was das Unwahrscheinlichste ist, an meiner Hochschule. Aber das war mir halt zu blöd. Es ist halt blöd auch für sie gelaufen, weil, wie schon gesagt, das ist so gesehen ein Umweg von so 40 Minuten. Und sie ist jetzt umsonst hingefahren, aber wie schon gesagt, ich habe ihr das auch klar und deutlich so gesagt. Ich habe ihr geschrieben, ich habe sie sogar angerufen ein paar Mal, aber da kam keine Antwort. Also, was soll ich da machen? Und wie schon gesagt, blöd herumwarten werde ich da sicher nicht. Ich habe das gemacht, was wir auch besprochen haben, was man machen soll. Und mehr kann ich da auch nicht machen. Also... hat sie so gesehen Pech gehabt.
Und warum das Handy nicht gegangen ist, keine Ahnung. Ihr Handy hat gesponnen oder so. Weil sie hat dann irgendwie dann ganz viel später meine SMS bekommen und auch in der falschen Reihenfolge. Das war irgendwie so komisch. Ja, was ich damit jetzt mit den Wahrscheinlichkeiten ansprechen wollte, war einfach, wie sich das wandeln kann, ne? So eine Wahrscheinlichkeit und was da eigentlich dazugehört. Man sagt ja auch immer wieder, ja, ist wahrscheinlich das so und so. Wir hatten ja am Anfang entweder Bushaltestelle oder Dingsbums. Oder an meiner Hochschule werde ich abgeholt. Es hat sich dann durch bestimmte Bedingungen so gewandelt, dass die Option auf einmal da stand, dass ich überhaupt nicht abgeholt werde. Das ist dann von der Wahrscheinlichkeit dann auch wieder auf jeden Fall wieder anders. Das fand ich halt wirklich interessant, das so mit Wahrscheinlichkeiten zu sehen. Weil es war am logischsten, mit dem Bus zu fahren, ne? Bei den drei Optionen. Ich hatte noch eine vierte Option im Kopf, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Da, mit dem Bus. Ich weiß nicht mehr. Aber jetzt die drei Optionen, die wir hatten, kann man sich schon denken, war es eigentlich am logischsten, das, was ich gemacht habe, ne? Also, so sieht man auch wieder, dass auch das Logischste und ja, auch eigentlich das Wahrscheinlichste jetzt oft nicht wirklich eintrifft. Weil das ist auch wieder die Frage. Ich habe schon öfters jetzt in unserer momentanen Verfassung, Situation schon gesehen, dass meine Familie jetzt nicht die logischsten Gedankengänge haben, weil sie das alles so belastet. Ich habe da das Gefühl, ich bin da auch ein bisschen anders. Ich sehe das alles irgendwie, ja, logischer. Auch wenn es mal ziemlich emotional wird und mal die Situation ziemlich beschissen ist. Was natürlich an der Psyche kratzt. Aber da bleibe ich trotzdem eher logisch denkend. Und da hatten wir eben auch letztens so einen Vorfall, wo ich eher das logisch gedacht habe, aber die anderen haben unlogisch gehandelt. Und das war halt dann eine ziemlich beschissene Situation, was daraus wurde. Und jetzt auch. Wie soll ich das wissen, dass die mich jetzt bei der Schule abholt, wenn da zwei Optionen offen wären? Und das Wahrscheinlichste wäre ja an der Haltestelle, weil sie ja den Onkel abholen muss und wir dann so rüberfahren. Das wäre ein extremer Umweg, aber an das hat sie wahrscheinlich überhaupt nicht gedacht. Das finde ich eben auch interessant. Naja. Jetzt kommt das Labor. Vielleicht erfahren wir da jetzt mehr. Auf jeden Fall sehe ich auch von der Zeit, dass das wieder war mit diesem Part. Warum bin ich jetzt reingegangen? Um einen Cliffhanger zu haben. Jetzt seht ihr, was da kommt. Also, was passiert im nächsten Part? Das werden wir ja sehen. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich habe das Gefühl, was diese Wahrscheinlichkeitsgeschichte betrifft, da wollte ich noch irgendwas Konkretes gesagt haben. Ich habe das Gefühl, jetzt, nachdem ich es angesprochen habe, ist irgendwas, was ich komplett vergessen habe. Aber, was für ein Wunder, ich vergesse Sachen. Sowas kommt ja sehr, sehr selten vor. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.